Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Erinnerung zu einem neuen Part. Zu einem neuen Vlog, einem neuen Seitenlog mit dem Zwergenfürst. Ein neuer Part. Ich würde mal sagen, let's build. Ja, ihr seht es schon, hier haben wir ein kleines Lego-Figürchen. Ja, Lego ist ja immer eine ganz feine Sache. Das kann man immer sehr schön machen. Ist auch vor der Kamera mal schön. Lego. Ja, ich will es halt einfach heute mal mit euch machen. Ich packe das gleich aus und werde es hier mal für euch aufbauen vor der Kamera. Und vielleicht findet das sogar hier einen kleinen Platz dort auf diesem Regal, auf meinem kleinen Nirvana. Und ja, machen wir es doch einfach. Beginnen wir. So, wo machen wir das denn jetzt am blödesten auf? Ah, hier ist so ein Knopf, so ein Dingens. Das muss man einfach reindrücken und dann kann man die Sache aufziehen. Das Ganze habe ich im... Darf ich das sagen, wo ich das gekauft habe? Ja, darf ich sagen, oder? Das habe ich im GameStop gekauft. Stand da im Regal rum und habe ich mir gedacht, boah, sieht doch nicht übel aus. Kann man mal anbieten. Kann man mal zeigen. Da habe ich ihn das mal gekauft, einfach um es mal selbst zusammenzubauen. Und ja, so viel hat es ja nicht gekostet. Ja, geht ja noch, also kann man sich mal leisten. So, da muss ich mal den Zauberstab mal hier ein bisschen einklappen. Schön. Ja, mal in anderem Format. Sonst sind die Anleitungen ja mal so hier. Wir sind es auch jetzt, aber versteht ihr, was ich meine? So die Figur halt mal so gezeigt. So, Seite 1. Hier. Ein bisschen Piktogramm ausschütten. Durcheinander gewürfelt. So, hier mal die Anleitung schön immer ins Bild zeigen, in die Kamera. Jetzt brauchen wir einen 6er in 6er mal 6er. Das ist, glaube ich, diese Platte hier. Ja. 6 horizontal und 6 vertikal. Perfekt. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, sowas zu bauen. Also, ich habe hier links und rechts einige Lego-Sets zu stehen. Ja, habe ich in meiner Kindheit sehr gerne gespielt. Hier fällt gerade was runter. Hier habe ich ein Lego-Set. Gerade griffbereit. Da stehen noch ganz viele andere Lego-Sets. Hier kann ich mal eins hochholen. Ein ganz großes. Hui! Ja, so ungefähr. Von den kleinen bis zu den großen. Dann machen wir mal weiter, damit die Figur heute mal fertig wird. Soll ja nicht zu lang werden, das Video. Hier haben wir diesen Vierer und den Knubbel hier. Machen wir es mal das so. Dann, das muss jetzt da drauf. Das wird so ein bisschen eine quadratische, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich eine quadratische Figur. Toll. Jetzt haben wir das hier. Mal näher an die Kamera gezeigt. Noch näher. Ja. Oder auch nicht. Kommt noch mal eins davon auf. Ja, das ist hier relativ klein, das geht relativ schnell. Es dauert nicht so lange wie bei so einem großen Lego-Set. Vorne hin. Jetzt brauchen wir noch so ein Teil und so ein Teil. Immer alles zusammensuchen und dann erst beginnen. Jo. Dann also so. So ungefähr wird das zusammengebaut. Nein!
ist ein Teil runtergefallen. Das war ja mal wieder klar, dass das hier wieder passiert während der Aufnahme. Nö. So, das Ding kommt hier hin. Das kommt jetzt dahin und dann fehlt jetzt das Teil hier, was da runtergefallen ist. Ach, Kacke. Ist dann doch gerade so noch wieder gefunden. Ja, unter diesem Schrank hier, direkt unter dieser Kamera, wo ich genau dauert. Direkt unmittelbar unter dieser Kamera steht so viel Krempel hin, wenn das da reinfällt. Revers. Zackedi. Ich sagte Zackedi. Und Zackedi. Superb. Sieht doch langsam schön aus. Zacke. Zacke, Zackedi. Zackedi Duster. Wow. Runden Dinger wären vielleicht ein guter Anfang hier als Auge. Das wäre ein schöner Teil für den Kopf. Sieht schon viel mehr aus nach Gesicht. Doch, ist es wahrscheinlich auch. Nee. Hier, genauer. Noch relativ leer aus. Das macht mir ein bisschen Angst, aber muss wahrscheinlich so sein. So, von der Seite und von vorne sieht es eigentlich schon fast gut aus. Von hinten, naja. Tada. Nein, andersrum. So sieht die Anleitung richtig aus. Ja. Ja, perfekt. Jetzt können wir den wieder umdrehen. Auf seine Füßchen stellen. Toll. Teilchen hier im Set. Das hier, einmal das hier und einmal das hier. Wundervoll. Die kommen jetzt hier hin und dahin und dorthin. Da drunter geklemmt.
Na, damit die Figur ordentlich struffelig wird. Ach Mensch, das ist jetzt dieses graue Teil hier vorne dran, sieht jetzt eher schlecht als recht aus, aber meine Güte, muss so gehen wie es geht. Vorne direkt an der Front, naja. Und jetzt kommt diese Grundplatte hier. Lässt sich ertragen. Jetzt hier den Säbel noch rein. Na, passt das. Da haben wir hier noch ein paar Überstücke hier. Als Ersatzteile. Hier noch den Säbel hinein. Und ist der Jute fertig. Na. Perfekt. Na, perfekt nicht, aber gut. So, schaut ihn euch an. Der hat halt da so ein bisschen graues Haar. Naja, was so ist. Weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es halt irgendwie am Set liegt. Hier hinten ist auch irgendwie ein bisschen offen, aber ja, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Brick Herz. Von Lego. Ja. So schaut's aus auf der Anleitung. Ja. Kann man lassen. Kann man akzeptieren. Ja, kann man sich hier irgendwo dazustellen. Kann ich mir hier auf den Schrank mit platzieren. Ja. Gut. Dumm ich nach oben, wenn es euch auch gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.